Hallo bei Sport mit Erfurt. Wir sind heute an der Südschwimmhalle oder Roland-Mattes-Schwimmhalle und besuchen jemanden, der eine lange Saison hinter sich gebracht hat oder sagen wir besser gesagt fast so hinter sich gebracht hat. Denn eins von den 23 Spielen steht noch aus, aber 22 sind schon absolviert. Also herzlich willkommen dem Wasserballern. Vertreten durch Kapitän Florian Matzke und Trainer Gabor Gartey. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, grüße. Schön. Ich habe schon gesagt, Saison ist quasi in der Zielgerade. Eigentlich seid ihr schon 2 Meter vor dem Zielstrich. Was sagt er? Wie ist es gelaufen? Ja, fange ich an. Als Verantwortlicher, ich muss sagen, wir sind ziemlich gut gelandet in der Tabelle. Wir haben nicht so viele Punkte eigentlich erwartet, nicht so viele gute Spiele erwartet, dass wir es machen können. Ich muss wirklich die Mannschaft loben, dass sie sich richtig Gas gegeben haben und viel mehr gezeigt haben, was wir gehofft haben in dieser Saison. Das war erstes Jahr von uns und es ist unbezahlbar, wie gut die Jungs und die Mannschaft geworden sind. Ich muss sagen, das letzte Spiel fehlt noch. Da erhoffe ich sehr, sehr viel. Daran arbeiten sie seit ein paar Wochen. Und ich hoffe, dass wir unsere Ziele noch mehr übertreffen, als wir gedacht haben. Flo? Ja, kann mich nur anschließen. Finde, dass wir gute Erfahrungen gesammelt haben in unserer ersten Saison. Und wir sind auch an unseren Spielen gewachsen. Je schwerer die Spiele geworden sind, desto besser ist es dann am Ende auch geworden von Spiel zu Spiel. Und die Erfahrungen sind unbezahlbar und wir freuen uns auf die nächste Saison auf jeden Fall schon mal. Jo, packen wir doch mal die Geschichten ein bisschen in Zahlen. Also ihr seid auf Tabellenplatz 11, den kann euch auch keiner mehr nehmen, so wie es ist. Mit 7 Punkten vor Halle und seid vor denen, die sind auch 7 Punkte, aber aufgrund des direkten Vergleichs seid ihr vor denen. So sind die Zahlen. Wenn man mal auf den Saisonverlauf guckt, müsste man so, ich weiß nicht, ob ihr mir recht gebt, sagen, ihr habt am Anfang ein paar Probleme gehabt. Ich glaube, die ersten Punkte habt ihr am zweiten Spieltag gegen Halle gemacht und dann kam ein langes, großes Loch und die 3 Siege, die ihr dann geholt habt, die kamen alle erst in der zweiten Hälfte. Ist das so richtig? Das ist richtig. Das war auch nicht anders zu erwarten. Da muss man überlegen, dass wir über 10 Jahre oder 12 Jahre nicht mehr in zweiter Liga gespielt haben. Die Mannschaft hat sich komplett ausgewechselt. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wenn man sieht, dass wir U16, U17 und U18 Spieler in der zweiten Liga zugebracht haben und mit dieser Mannschaft so viel erreicht haben, das ist wirklich ein ganz großes Können von den Jungs. Die haben sich sehr, sehr gut zusammengewachsen mit den Älteren, einige Älteren, die eher über 20-Jährigen, ja, und einige anderen, aber ich denke schon, dass diese ersten Spiele haben wir dafür gebraucht, uns den Selbstvertrauen zu holen. Dann nach ein paar Spielen haben die Jungs gemerkt, okay, wir haben irgendwas, wir können irgendwas zu machen und dadurch, denke ich, könnte es uns dann 3 verdiente Siege geholt haben. Und ich hoffe, das nicht das letzte. Ja, ich wollte auch sagen, dass man erstmal sich an den Niveauunterschied quasi gewöhnen musste, der ja durchaus da ist und dadurch halt an den Erfahrungen quasi, die man in den Spielen auch gesammelt hat, von Spiel zu Spiel, je schwerer der Gegner, desto mehr Erfahrung konnte man sammeln. Und wir haben auch ein bisschen gebraucht, um unseren Spielstil zu finden, würde ich mal sagen. Und als wir dann unseren Spielstil auch gefunden haben, dann haben wir es auch den großen Mannschaften durchaus auch schwer machen können. Also wir haben auch durchaus von den Top-Teams in der Liga schon auch Lob bekommen dafür, wie gut wir gespielt haben dann gegen sie. Die Frage an den Mannschaftskapitän, wenn man dann so in der Phase wie am Anfang, wo wir gerade drüber geredet haben, der Saison, dann so durch so ein Tal wandern muss, dann ist man ja als Kapitän, denke ich, richtig gefordert, um ein bisschen die Mannschaft. Wie macht man das, dass man die alle bei der Stange hält und dass das läuft? Ja, ich sag mal so, das ist halt nichts, das ist auch so ein bisschen so ein Team. So eine Teamleistung würde ich es mal bezeichnen. Das hat nicht nur was mit mir zu tun. Da müssen wir einfach zusammen als Team an einem Strang ziehen und uns da halt gegenseitig irgendwie pushen und uns da irgendwie sagen, dass wir einfach dafür mehr können und dass wir eigentlich auch mehr zeigen können. Und das kommt dann von alleine, aber da müssen wir halt zusammen als Mannschaft dran arbeiten einfach. Da habe ich wenig Aktien dran. Also man muss dann halt die Leute einfach motivieren und wenn sie motiviert sind, dann kommt das von alleine. Wir haben darüber geredet, ihr habt die Saison erfolgreich abgeschlossen, Klassenerhalt geschafft.
Das heißt ja im Sport immer ein Ziel erreicht, dann kommt das nächste. Das heißt, ihr geht mit welchen Vorstellungen in die neue Saison? Unsere Vorstellung, ja, wir werden auf jeden Fall, denke ich, in die zweite Liga nochmal anpeilen. Wir wollen unbedingt dort spielen, weil mit dieser Spielerkapazität können wir nicht weiter unten spielen, das geht einfach nicht. Erwartungen haben wir auch, sehr hohe Erwartungen haben wir. Natürlich, wenn ein Ziel erreicht, das wirst du den nächsten Schritt schaffen. Ich möchte die Mannschaft erstmal nicht unter Druck stellen, aber denke ich schon, dass mehr als 7 Punkte nächstes Jahr drin sind. Wir werden, wie ich sagte, wir werden schon einige Spieler eventuell oder vielleicht verlieren. Vielleicht gewinnen auch aus dem Jugend, vielleicht kommt irgendeine Fremde. Da machen wir keine Gedanken mehr, aber unsere Ziele sind auf jeden Fall eine höhere Position in zweiter Liga. Auf jeden Fall, die Mannschaft ist natürlich höher. Habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich mal sagen. Kapitän, nichts hinzuzufügen. Ja, ich habe heute noch mal ein bisschen Statistik geschaut und da habe ich gesehen, unser Kapitän ist fast mit Goalgetter geworden. Ja, fast ist, glaube ich. Nur Lukas ist ein Tor besser oder ja, so? Ja, noch mit großem Abstand, aber nach ganz oben zu den Topspielern der Liga. Da fehlt noch ein bisschen was, aber wir bemühen uns, sage ich mal, dass wir... Und man sieht, glaube ich, an der Torschützenliste, wenn man genau hinguckt, haben wir, glaube ich, 5, 6, die relativ nah beieinander sind. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir als Mannschaft gut arbeiten und als Mannschaft unsere Tore machen. Und da kommt es nicht auf den Einzelspieler drauf an. Wenn wir als Mannschaft gewinnen, dann ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Da muss ich dazu fügen, dass es wirklich so ist, dass es geht bei uns eine Torschützenkanone zu gewinnen, sondern es geht um Mannschaftsspiel und was Flo auch gesagt hat, wir haben ständige Torschützen, das heißt nicht, dass es ein Spieler bei uns beim 10. Tor 8 Tore schießt, sondern jeder teilt sich auf, das hängt von Tagesform ab, aber es ist wirklich so, dass unsere kleinsten Jüngsten auch einige Tore geschossen haben, es ist schon eine Mannschaftssport, eine Mannschaftsleistung, was die Jungs dann leisten, die helfen sich gegenseitig aus, wenn Flo keine Tore schießt, dann arbeitet eben hinten mehr, dafür ist Lukas ganz vorne als Center, muss er natürlich mehr Tore schießen als ein Allrounder. Und das ist super, was Flo auch gesagt hat, wir sind eine Mannschaft oder die Jungs sind eine Mannschaft. Und das zeichnet sie aus. Also ein gut funktionierendes Team, um es auf den Punkt zu bringen. Gut, gucken wir noch mal auf den Sonnabend. Sonnabend, das quasi Ligafinale, das letzte Spiel, was in der Liga noch gespielt werden muss. Gegen Leipzig spielte die HFK. Hinspiel war 8-4. Ja. Jetzt könnte man sagen, eigentlich alles gegessen, alles vorbei, oder? Wie läuft's? Was ist angesagt am Samstag? Unser Ziel ist natürlich, dass wir gewinnen möchten. Wir wollen aber keinen Druck auf uns oder auf die Mannschaft stellen. Meine Erwartungen sind immer vor dem Spiel, sage ich auch jedes Mal, Leute, wir sind hier, uns zu zeigen, zu präsentieren, das ist unser erstes Jahr. Dürfen nicht übertreiben, das hat ein paar Mal passiert, wo wir zu viel wollten. Aber ich hoffe und im Herzen denke schon, dass wir dieses Spiel, wenn die Jungs wirklich einen guten Tag erwischen, gewinnen werden. Aber nicht müssen. Ja. Das wäre aber trotzdem ein Saisonfinale, wo ich sage, das haben die Jungs verdient, zu zeigen, okay, wir haben uns sehr gut präsentiert und in der Liga, zweite Liga, Fuß gefasst. Aber wir müssen es zeigen. Ich kann nichts mehr dafür tun. Gut, dann gehen wir nochmal an die Jungs. Wie gesagt, letztes Spiel und ihr wollt sicherlich volles Haus haben. Natürlich. Warum sollte ich am Wochenende zu euch kommen? Was habt ihr euch vorgenommen? Naja, wir wollen zeigen, dass wir Gas geben können. Wir haben jetzt in den letzten Heimspielen immer Gas gegeben. Da hatten wir immer volles Haus und es macht einfach immer viel mehr Spaß, wenn die Hütte hier voll ist. Wenn die Hütte hier brennt vor allem, dann das macht einfach viel mehr Spaß, dann nochmal die 50% vielleicht mehr zu geben, die es dann an einem anderen Tag nicht gebracht hat. Ja, also es wäre schon top, wenn ihr uns unterstützen könntet. Samstag 19 Uhr ist Anpfiff. Könnt gerne dabei sein. Wasserball ist ein geiler Sport zum Zugucken. Ja. Gut, also die Einladung schon ausgesprochen. Jeder, der Zeit und Lust hat und das Wetter vielleicht so ist, keine Ahnung. Soll regnen am Wochenende, also optimal, um in die Schwimmhalle zu kommen. Gut, das Argument, ich weiß es nicht.
Ja, dann drücken wir euch die Daumen fürs letzte Spiel. Auch wir werden sicherlich mal da sein, vorbeischauen. Und wie es ausgegangen ist, kann man dann auch auf Sportnet Erfurt sehen. Wie gesagt, wir drücken euch die Daumen. Und gleich mit auch in die Zukunft für eine neue Saison, dass es gut läuft. Und dann sehen wir uns sicherlich demnächst irgendwann wieder. Danke, dass ihr Zeit für uns hattet. Vielen Dank. Sehr gerne. Thank you.